Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit dem Eisenbahner, hier mit meinem Jäger auf der Map Einsamkeit. Ja, die Map gefällt mir nicht so gut. Und ich hoffe einfach mal, dass ich hier irgendwas gut abschneide. Aber bis jetzt habe ich mit dem Jäger noch nichts gerissen im PvP hier im Eisenbahner. Vielleicht ist jetzt alles nur eine Niete. Und ich wurde immer richtig gut vorgeführt, weil ich weiß nicht genau, wie man mit dem Jäger hier im PvP richtig gut spielen soll. Ich habe jetzt einfach mal Nachtschatten wieder reingemacht als Fokus, weil Akkus Akrobat wird ihm noch geschossen und die Goldene Kanone habe ich nichts getroffen. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass es trotzdem irgendwie gleich noch was wird hier. Wenn nicht, dann habe ich gesagt Pech, aber Gegner hat Zone C beansprucht. Zone B erobert. Du hast den Zonenvorteil. Konzentrieren mal eben. Mist. Mit der Konstruktion war das jetzt gerade nichts. Verdammt. Wie gesagt, ich brauche noch hier oben besiege dreimal rasch nacheinander. Gegner muss ich noch haben hier. Einmal noch. Dann habe ich meine Herausforderung geschafft. Aber ist gar nicht so einfach, wie ich mir das vorstelle. Nein, Mann. Oh. Ja, ich habe auch, wie gesagt, nicht die richtigen PvP-Waffen. Gravitonlanzen und so. Ich habe jetzt das genommen, was ich auf dem Warlock da habe. Weil ich habe einfach nicht die richtige PvP-Ausrüstung und ich habe jetzt nichts richtig dabei. Ist halt Pech. Du siehst zufrieden aus. So, wenn das natürlich Lord Shax gleich wieder das Lied singt und das Ding hier wieder abbricht, natürlich ärgerlich, weil es ist einfach doof, aber ganz kann man halt nicht dann ändern, sag ich mal. Du stehst kurz vor dem Sieg. Vernichte sie! Genau, kurz vom Titel stehen, ist nicht so geil. Das macht zwei. Gut. Herausforderung erledigt, ist schon mal nett. Schon mal gut. Oh, gut. Ruf zum Waffen habe ich auch noch erledigt. Da können wir uns danach gleich nochmal wieder Loot abholen hier. Aber wie gesagt, wir werden wahrscheinlich jetzt gleich übel gewinnen hier. Das liegt dann nicht an mir, weil die anderen sind einfach mega stark, die bei mir im Team sind. Wie gesagt, hier. Kate 6 wäre stolz auf dich. Ab 70 ist hier Feierabend. Da haben wir die wieder vorgeführt, aber wie gesagt, es ist halt. Boah, da steht noch. Ja. So kann man es auch machen. Einfach mal vorbeischlagen. Mist, ey. Da war ich zu aufgeregt. Na gucken, vielleicht kommt ihr noch ran, das wäre ganz nett, dann kann man hier noch ein bisschen weiterspielen. Aber wie gesagt, mit dem Jäger habe ich echt, das ist echt cool, nicht für mich, der Jäger hier im PvP. Das kommt hier von zwei Seiten. Ja, das hat sich gerade auch nicht gemacht. Was, der ist nicht draufgegangen? Hier, das habe ich jetzt gerade anders gesehen. Gut, da habe ich mal richtig gefailt wieder. Gut, muss auch sein. Ich bin halt kein Profi hier mit mir, also allgemein bin ich nicht PvP gut, sag ich mal, es ist alles akzeptabel, ja, aber nicht so wie man es gerne hätte. Ja, das war ja auch suboptimal hier. Ich glaube, wir haben gleich gewonnen. Dann gibt es gleich Ruf zu den Waffenloot und dann noch Eisenbahner kurz die Tokens abholen. Das ist ganz gut. Es ist zu Ende. Ja, das war schon. Vorgeführt müssen geht nicht mehr. Wie gesagt, nicht mein Verdienst, nur der Verdienst meines Teams hier. Die Leute sind gewesen. Ruf zu den Waffen auch erledigt. Da können wir uns gleich nochmal Loot abholen. Das ist eher zufällig, dass wir jetzt so extrem gewonnen haben. Und jetzt hier gleich noch, dass ich jetzt direkt den Loot abholen kann. So, Statistik würde es dir kurz besser ab, gefallen, wenn Lord Shax diese Spiele leitet. Sieht's aus, 2,0 Effizienz, sehr gut. Aber wie gesagt, Shax, die anderen waren halt mega gut hier oben. Assassin Lord 072 Dragos und so, die waren alle sehr gut. Mir sehr gut gefallen. So, jetzt fliegen wir erstmal jetzt direkt zum Turm. Und dann holen wir uns dann nochmal Loot ab, kurz Eisenbahner-Tokens reinfarmen hier und dann schauen wir noch kurz im Eisenbahner, was ich dann alles noch brauche. Wie gesagt, komm bald nicht wirklich jetzt gerade zum Zocken, keine Zeit wegen Arbeit. Immer wieder so ein paar Meilensteine erledigen, ja, immer wieder, wenn ich so ein bisschen Zeit habe und es mir einigermaßen gut geht wegen den scheiß Frühschichten, mache ich das hier und dann sonst
Pech. Das kann ich halt zeitlich das nicht ganz so hinkriegen. WM ist ja auch noch, ne? Gucke ich mir auch ganz gerne an noch. Also es ist eigentlich, im Moment ist alles, eigentlich brauche ich Urlaub. Also ganz ehrlich, im Moment für die ganzen Aktivitäten brauche ich eigentlich Urlaub. Musst du morgens um 8 aufstehen, alles aufnehmen. Das mache ich natürlich nicht. So, das ist übrigens mein Jäger hier, wie gesagt. Ich habe die Waffen rüber transferiert vom Warlock hier. Mitternacht und Namen 385, Gravitonlanze einmal 383. Wie gesagt, da muss ich jetzt hier noch meine Katalysator fertig machen. Kosmologie-Kills dauert Ewigkeiten, das dauert noch. Aber, naja, wird schon. Hier Applaus, Applaus auch mit 385. Kosmos-Hill natürlich, damit ich hier mehr XP kriege. So, das ist meine jetzige Ausrüstung im Moment. Also ist schon okay, wie gesagt. Und um Eisenbanner voranzukommen, ich habe jetzt nur noch 149 Tokens. Es kommen 15 noch oben drauf. Aber wie gesagt, dieses Mal wird das nichts mit meinen 350 Tokens, die ich eigentlich fahren wollte. Muss ich bis zum nächsten Mal warten, dann im Juli mit dem Eisenbanner. Aber dann hoffe ich mal, dass ich alles dann erreiche, was ich erreichen will. Und ja, geht in die richtige Richtung, würde ich sagen. Aber ist halt auch nicht perfekt. Beziehungsweise, wenn man Zeit hat, ne, und nichts anderes vorhat und keine anderen Spiele spielt, kann man das Ding hier so durchknallen. Das ist kein Problem. Aber bei mir ist halt was anderes. Ich spiele noch God of War, spiele ich noch, dann spiele ich noch Far Cry, das DLC, dann spiele ich noch so noch am PC noch ein paar Sachen, die ich nicht gerade nicht aufnehme und so. Also, ja, da muss man richtig Zeitplan zurechtlegen, bevor man hier komplett nur Eisenbahner spielt, sag ich mal. Da muss das ein bisschen anders laufen. Aber macht ja nichts, die Saison ist ja noch länger. Geht ja bis zum 4. September, also da habe ich noch Juli und August, wie gesagt, zwei Eisenbahner noch, wo ich dann halt für Saison 3 Sachen fahren kann. Also haben wir noch ein bisschen Zeit. So, machen wir jetzt mal kurz oben die Tokens ab. Diese tägliche Herausforderung auf jeden Fall probieren, immer mit allen Chars zu machen. Da bekommt ihr halt insgesamt dann, wenn ihr die Herausforderung mit allen drei Chars macht, 63 Tokens oben drauf. Plus dann eventuell noch hier halt 2 Tokens für Niederlage und 5 Tokens für Sieg im Schmelztiegel-Match, beziehungsweise im Eisenbahner-Match. Also ein schillerndes Beispiel für den Kampf Licht gegen Licht, Hüter. Genau. So, gut. 150 Tokens oben drauf, jetzt 164. Wie gesagt, ich bin jetzt hier angelangt bei. Wie viel muss ich jetzt noch hier? Rang 20 muss ich hinkommen. Superkills 61 von 100 muss ich noch fertig machen fürs Hakons Eisenhose Rüstungsornament. Dann haben wir hier nochmal Peruns Eisenharnisch. Brauche ich 29 Powerwaffenkills. Also 71 Kills brauche ich noch, so war das. Ja, muss man hier noch ein bisschen was machen. So, Valorans Eisenmaske Rüstungsornament habe ich 15 Siege von 25. Läuft auch ganz gut. Wie gesagt, um Rang 35 zu erreichen, braucht ihr halt mal 20, mal 2, 700 Tokens müsst ihr abgeben. Ich habe halt gerade mal so um die 15 Range geschafft. Kommt wohl hin. Also es dauert noch ein bisschen. Leider. Macht aber nichts. So, ich hoffe mal, dass der Meilenstein nun zumindest gut wird. Und dann müssen wir noch kurz die Sammlung angucken, glaube ich. Würde ich sagen, oder? Ja. Jäger, ich habe alle exotischen Sachen jetzt fertig von dem Schaf, vom Warlock, Titanum, vom Jäger hier. Hab alle Sachen gekriegt. Nur Mist, Schwertflug, okay, hätte ich gebrauchen. Weiß ich gar nicht, ich brauche einen Helm. Ich brauche unbedingt einen Helm. Man sieht hier, ich zeig's kurz mal eben. Hüter, den ich kenne. Also Helm 370 ist echt noch nicht da über 380. Die anderen Sachen gehen alle noch. Alles, was über 180 ist, ist gut. Ja, da gibt's noch 2 Punkte oben drauf jetzt. So. Aber ich komme nicht wirklich voran. Mit den Waffen ist auch so eine Sache hier. Ne, die Natur der Sache brauche ich eigentlich nicht. Wie gesagt, also kann man mal spielen, aber ist nicht keine super Waffe. Also kann man natürlich jetzt noch hier was einsetzen. Ich ziehe die Waffe auch noch hoch, mache jetzt aber allerdings nicht. Aber wie gesagt, ist jetzt nicht so super, wie ich dachte. Also schade eigentlich, um ehrlich zu sein. Nicht so toll. Naja, gut, dann gucken wir nochmal kurz die Sammlung an. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier nur noch so zusätzlich. Der Waffen immer noch, wie gesagt, 20 bei jedem Scheier gleich. Hier die Rüstung, wie gesagt, alles schön aufgereiht, die 19 Stück. Frost EE 5 hier, dann versiegelte Amakara-Griffe. Hier einmal noch Lindwurm-Krone, dann einmal Opidia-Sparta, oder was? Aber wie gesagt, ich spiele halt nicht hauptsächlich mit den Imbor-Schuhen hier, Ophäus Rig. Sonst, wenn ihr halt den Akkus-Akrobaten nutzt, dann macht ihr hier mit Raiden Flux. Und sonst weiß ich nicht, die anderen Sachen nutze ich eigentlich so gut wie gar nicht. Obwohl, natürlich auch andere gute Sachen, aber ich nutze sie einfach nicht. So, gucken wir uns mal kurz hier die Abzeichensammlung an. Das kann sich eigentlich auch sehen lassen, ne? Hab viele eigentlich erspielt. Ja, sind natürlich einige Sachen noch offen. Aber insgesamt hat das ganz gut geklappt. Bin ich mir zufrieden. Und, ja, mal kurz bei Benji nochmal gucken. Ich habe auch sehr viele
Waffenmeister macht ja hier noch, die muss auch immer noch mal raushauen. Aber das kommt alles irgendwann. Ich guck mal gerade nach, was hier zu holen gibt hier. Ja, lohnt sich auch gerade nicht. Wie viel Glimmer habe ich? Ja gut, kann auch ein gutes Glimmer auch raushauen, wie gesagt, wenn ich mal Glimmer mal voll habe, hole ich immer ein bisschen was raus. Damit ich nicht wieder volllaufen mit Glimmer. Wir. So, glaube ich, da nichts. Halt die Augen offen. Na gut, das soll es gewesen sein. Danke fürs Zusehen und Zuhören. Ging schnell vorbei hier. Halbwegs. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Bit. Reingehauen. Tschüss.